Mein Name ist Kelly Hilton und ich suche Kellys Next Drag Superstar. Are you ready? Letztes Mal bei Kelly Hiltons Next Drag Superstar. Champagne! Champagne for everyone! Hui! Wer hat die Travestie-Künstler reingelassen? Die dickste Queen! Hallöchen, Melody. Oh. Melody? Melody. Ach, die Dumme, die da in der Ecke saß und das Maul nicht aufbekommen hat, ihren Primark-Jumpsuit. Ich habe ja noch nicht angefangen. Ja, du hast, hier glaube ich das, du siehst mir läuft das Wasser im Mund zusammen, sieht das lecker aus. Barbara Wild lutscht Eiswürfel. Oh Gott, ich habe einen neuen Zabalen gefunden. Schrecklich langweilig, dieser Planet. So Mädels, ihr seid ganz vertieft in neuer Kreativität, das ist wunderschön. Aber ich bringe jetzt ein bisschen mehr Entspannung. Ja, ich habe euch jemand mitgebracht. Und ich möchte euch vorstellen, euer Lästerschwester. In den nächsten 30 Minuten, ihr müsst eure Schwester stylen. Und nicht nur stylen, einen Drag-Namen auch dazu geben. Oh, fuck! Oh ja! Und dazu, ihr müsst eine kleine Sketch-Nummer machen. Ihr müsst auch über die anderen Drags lästern. Also, die Gewinnerin von diesem Mini-Challenge wird auch einen riesengroßen Vorteil auf der nächste große Challenge haben, die ich auch später verraten werde. Seid ihr soweit? Ja. Auf die Plätze. Fertig. Drag! Gib mir die hässlichsten. Da sind noch ein paar Schuhe hier. Ja, hier oder so. Meine Drags arbeiten sehr, sehr kreativ und schnell hier, so wie ich sehe. Und das alles bei der ersten Staffel von Kelly Hiltons Next Drag Superstar. Das kann nur noch besser werden. Nur 15 Minuten, ich bin sehr gespannt. Sehr gespannt, es wird wirklich hart gearbeitet hier bei uns. So Mädels, ihr habt 30 Minuten gehabt, eure Lästerschwester zum Stylen. Seid ihr auch bereit zum Lästern? Okay, wir fangen jetzt an mit Miss Misery My Ass. Should I call you Triple M?
Meine Lieben, das ist Agneta Storm. Agneta sieht man an der Hose, Storm sieht man an den Haaren. Hallo Agneta. Hallo. Hui. Geht's dir gut? Es geht so. Warum? Was ist los? Na, wenn ich einmal in die Runde schaue, dann geht's mir gleich nicht mehr so gut. Agneta, heute bist du aber böse. Was ist denn los? Oh, das ist Vava. Ja, ich weiß, Vava. Ein Alien. Da haben wir wahrscheinlich die Sprache noch nicht erfunden auf ihrem Planeten. Pempenko. Da habe ich gerade mal auf YouTube geschaut, ne? Wie ist das? Real Queens. Ich wäre gern bei dieser Konzeptbesprechung dabei gewesen. Wir setzen uns langweilig in ein Wohnzimmer und sind fett. Ja, die machen da tatsächlich nicht so viel in dem Wohnzimmer. Nee, nee, aber Hauptsache ein Friseurstuhl steht drin. Und es gehen Menschen vorbei. Und Melody, du brauchst gar nicht so lachen. Du hast ja einen ganzen CSD auf deinen Augenbrauen, wenn du dich geschminkt hast. Wie viele Farben verarbeitest du eigentlich beim Schminken? Alle? Donald Trump redet auch scheiße und findet sich selber geil. Das ist Dieter. Aber mit besseren Haaren. Ja, das stimmt. Donald hat bessere Haare. Mit euer Applaus, Agneta. This mystery, my ass. Jetzt mach alles. Sing. Sing, die Singful is in the house. Ich habe heute mitgebracht Tatjana Travestin. Ja. Ja, ich bin ja die alte Travestietante. Und ich versuche jetzt auch schön zu sprechen, ja, damit ich keine Untertitel bekomme. Ja, ich werde jetzt anfangen, jetzt einfach hier mit, wie heißt die junge Dante da? Betty bla 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 bla. Na, reden tut sie noch nicht viel. Ich weiß nicht, vielleicht mit den unteren Lippen, aber mit den oberen kommt nichts raus. Also, wobei, ich wüsste so einige ältere Herren, die dich vernaschen würden. Du zum Beispiel. Das junge Ding da, das noch nicht mal weiß, wie man Schnürsenkel bindet. Wie heißt das? Schnürsenkel, wie sagt man da? Gerade ein Hänger. Das macht nichts. Das hilft dir jetzt auch nicht weiter. Dieter. Ne? Bei diesem Schneider-Challenge, da ist mir was eingefallen. Kennst du? Du bist die lesbische dicke Xena, finde ich. Mit euer Applaus, Tatjana Travestie. There's no business like show business. Ja? Und wir machen weiter mit Dieter Weep. Guck mal, ich habe heute hier mitgebracht meine lesbische Freundin Pamela. Das ist eine lesbische Domina. Und die ist hier reingekommen und die hat euch alle gesehen, hat gemeint, so viele hässliche Sub-Buttons habe ich nicht mal beim letzten Besuch in Berlin beim Hard Chantal House of Shame gesehen. Und besonders aufgefallen ist mir unsere liebe Melody Monroe. Dieser blaue Haarball. Meine Fresse, was soll das sein? Ah ja, das ist das, was von Staffel 6 von RuPaul's Drag Race übrig geblieben ist. Hässliche Perücken von der Tote Lano, nämlich ohne Lace. Und dann will ich mal weitermachen bei Kelly. Kelly, ich habe gerade gehört, du warst ständig die ganze Zeit sehr, sehr gespannt. Ich bin immer noch sehr gespannt. Kelly, ich muss wirklich sagen, das kann ich dir langsam nicht mehr abkaufen, wie du dieses talentfreien Huren spannend finden kannst. Das kannst du sagen. Pen, da sitzt ja auch diese, wie heißt sie nochmal? Statistin Nummer 27, auch bekannt als Betty bla 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 bla. Das hat zwar schon jeder gesagt, aber es ist so unglaublich zutreffend. Genau wie bei Melody Monroe muss ich einfach sagen, bei dir gibt's immer nicht viel zu sagen. Oh, wisst ihr was, Pam? Kann ich am Arsch lecken. Siehst du, Kinder, nicht mit Barbie spielen. Das geht immer schief, immer furchtbar schief. Und das war Pamela, die lesbische Domina. Unsere nächste Kandidatin ist Melody de Monroe. Bist du bereit? Ich bin bereit. Leg los. Also das ist meine neue beste Freundin, die Viagra, also die Betty. Ne? Der ihr Ego ist so groß wie ihr Mund.
Da passen die Eier gleich mit rein. Ne? Mehr sagen wir dazu überhaupt nicht. Die Wawa Wild. Die Wawa Wild, die ist so unwichtig, dass sie immer ein eigenes Namensschild tragen muss. Ich weiß auch nicht, wie die damals die Diva Deluxe gewonnen hat. Ne? Ein bisschen Beine spreizen, das reicht halt leider nicht aus, Schatz. Die Misery. Die Misery. Das Montagsgesicht der Drags. Nee. Es ist ja so. Schaut man sich die Misery an, denkt man sich auch schon wieder Montag. Ne? Kommt einem das Kotzen. Die hat ja auch gemeint, die ist 28. Ne? Legt noch mal 20 Jahre drauf. Ne? Da. Unsere Omi, das Schlupflied von Kelly Hiltons Next Drag Superstar. Ne? Ja, du bist ja auch mit dem Rollator hergesiecht. Ne? Es ist ja so. Es wird ja nicht besser mit dem Alter. Und das war wie Agrar. Ich wollte mich noch verabschieden. Tschüss. Und wir machen weiter mit Pen Penko. Bist du bereit? Ja, sehen wir jetzt, ne? Würde ich sagen. Das ist die Amanda Cox. Die ist endlich auch hier. Also, nein. Hallo, war ein Scherz. Meinst du, die würde in das Outfit passen? Die sähe eher aus wie Ken. Sorry. Nein, das hat direkt wieder. Nein, komm. Die sähe eher aus wie Ken. War ein Scherz. Nein, das ist Amanda Alav. Oder ihr seht meine Karnevalsbarbie. An Karneval hat sie sich auch Wilma Bumsen genannt. Ja, Barbie, guck mal. Wer ist noch dürrer als du? Ja, dass ich von euch nicht rede. Jetzt braucht ihr mich gar nicht. Oh, sorry. Hier. Mir sowieso. Sag meinen Namen, sag meinen Namen. Nein, da komme ich später noch zu über. Die Wawa ist schon sehr dünn. Ja, die Wawa ist sehr dünn. Ich habe letztens gesagt, Wawa, da gucken zwei Tamponfäden aus deinem Rock. Ach nein, das sind deine Beine. Und jedes Mal, wenn wir lästern, müssen wir sehr aufpassen, weil die Wawa ist so schmal, die kann mit beiden Augen gleichzeitig das Schlüsselloch gucken. Was schreist du mich denn hier die ganze Zeit an vom Rand? Wo haben wir eigentlich die Melodie? Ach so, muss ich mal gucken, wo es doof aufleuchtet, ne? Nein. Die Melodie wird nämlich von der Intelligenz verfolgt, ist aber leider immer schneller. Weißt du? Marzia, habe ich sie angerufen, Melodie, Melodie, ich stecke in der Bredouille. Und die so, ach schön in Frankreich, was machst du denn da? Weißt du? Dieter, sag mal, wie viel wiegst du? Und was hat die gesagt? Nein, das sage ich nicht. So, Dieter, komm, nur die ersten drei Zahlen. Rau raus, jetzt. Glaube ich dir nicht. Dieter hat immer ein Messer unterm Kissen, ja? Ja, falls mal jemand mit Kuchen vorbeikommt, ne? Dann muss man direkt, zapp, ne? Ich meine, die Dieter wurde doch letztens vom Bus angefahren und dann war sie im Krankenhaus, den Busfahrer besuchen. Ja, der Arme. Wie hieß sie nochmal? Sissi. Sissi, unser Ossi-Sissi. Cindy, ja, interessiert mich dann nicht. Ich muss mir jetzt ja auch nicht alles merken, ne? Mach ich voll ein auf Melanie. Cindy, der Mann im Kleid. Ich hab's vergessen. Cindy, der Mann im Kleid. Jetzt hab ich's wieder. Du erinnerst mich wirklich immer an so eine altmodische Pferdefrau, weißt du? Aber ich wundere mich halt, ob Pferde auch von dir hässliche Bilder im Zimmer hängen haben, weißt du? Ich würde sagen, I love you, Barbie. Karneval ist vorbei. Und wir freuen uns und laden euch sechs herzlich ein, nächstes Jahr auch nicht zu kommen. Dankeschön. Dankeschön. Und wir machen weiter mit Wawa Wild. Ja, und ich habe heute meine Stiefschwester Vulva Vagina dabei. Cindy Sinful mag's gern Fischi. Als Kerl hier ein Fisch für Smeargol, mein Schatz. Und Miss Misery, my ass. Ohne Pizza gestern war die Laune ganz schön Käs. Dieter Miracle Whip aus dem tiefsten Schwarzwald. Der einzige Ort, wo man heute als Yeti noch ungestört jagen gehen kann. Melodische oder teilzeitmelodische Melody Dämon. No, no, no. Und dann haben wir noch der Pam 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 Golf Girls. Oder auch Harpe Kerkeling, wenn er 30 Minuten Kaffee baut und mit einer Perücke macht. Betty, bla 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 bla. Wo es mich wundert, dass sie so viel reden kann. Wobei, sie heißt ja eben Betty bla bla, weil der Filler fast die Lippen platzen lässt.
Alles mit Liebe natürlich. Ja, ich mag dich nicht. Und das war Vulva, Vagina und Vavavail. Und jetzt wird gelästert mit Betty Blabla. Hallo, liebe Leute. Ich habe heute mitgebracht meine liebe Freundin Patsy Pupu. Miss Misery. Jetzt kommen die privaten Sachen. Es ist gemein, etwas über Miss Misery zu sagen, wenn du ihre Kleidergröße weißt. Dann machen wir weiter mit Dieter Foot Whip. Whatever. Wir wissen, dass du nach Fisch schmeckst. Man kann es bis nach Hamburg riechen und wieder zurück. Frau Fischi. Okay. Melody Monroe, die Hartz IV Celine Dion. Vava Welt ist die nächste Frau. Die nächste Frau. Falsche Sendung. Falsche Sendung. Ich habe heute leider kein Foto verdient. Das ist Kelly Hiltons Next Track Superstar und ich Bauersucht. Und du bist nicht Arabella Kiesbauer. Und du bist bald nicht mehr in meiner Sendung. Tschüss! So, meine Lieben, weg mit den Lästerschwestern. Wir haben jetzt genug gelästert. Jungs, komm raus! Die Gewinnerin von der Lästerschwester-Challenge darf sich ihren großen Bruder selber aussuchen. Die Gewinnerin von Lästerschwester-Mini-Challenge ist Pam Penko! Ich bin die Unbeliebte jetzt, ich muss verteilen. Verteilen einfach. Also Mädels, ihr habt ab jetzt 3,5 Stunden, eure Zwillingsschwester zum Stylen, Schminken, mit Perücken, Kleiden, Schuhen und alles, was dazu gehört für eine Zwillingsschwester. Seid ihr bereit? Yeah. Auf die Plätze, fertig, Drag! Nächstes Mal bei Kelly Hiltons Next Drag Superstar. Eine kleine Information, ja. Sind keine echte Frauen. Ach, man verarscht uns hier. Ich glaube es auch. Und die gleiche Arschgruß. Meine Güte. Ich habe jetzt ein ganz komisches Bild in meinem Kopf. Wollen wir das wissen? Nein. Du hast vielleicht mehr gegessen und sie hat zu wenig bekommen, aber das eine von Weep. Es gibt immer eine böse Schwester, die alles ist. Ah. Ich fall, um Gottes Willen. Ich sitze hier und nicht da. Oh. Also ich habe den Eindruck, dass ihr habt den Zwillinger in den Stich gelassen. Muss man sagen, ja. Gleich schlechter Geschmack. Und was ich auch nicht mag, ist, seit wann machen denn unsere Mädels immer den hier?